wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann wird unser Leben lustig. Amen. Wie ich das erste Mal diese Schriftstelle gelesen habe, habt eine Lust am Herrn, denke ich, das ist eine lausige Übersetzung. Wie kann man bei Gott Lust haben? Das ist ja in der Welt, ja. Aber pass auf, das ist die beste Lust, die man haben kann. Amen. Leider muss Gott uns oft durch viele Enttäuschungen führen, weil wir Täuschungen nachlaufen, bis wir erkennen, wo eigentlich der tiefste Sinn des Lebens ist. Amen. Wisst ihr, jeder von uns hat schon im Mutterleib eine Berufung bekommen. Schon im Mutterleib. Und diese Berufung zu finden, ist eigentlich das Ziel unseres Lebens. Und wenn wir durchbrechen in diese Berufung, die Gott uns gegeben hat, dann bist du in der vollsten Fülle deines Lebens hier auf Erden. Amen. Und das zu finden, ist wichtig. Zum Beispiel in meinem Leben, meine Mutter hatte eine ganz tragische Kindheit. Sie hat ihre eigene Mutter durch einen ganz schlimmen Unfall mit 7 Jahren verloren und wurde mit 7 Jahren zur Erwachsenen. Sie war die älteste von 3 Geschwistern und wurde sofort Mutter von diesen 3 Geschwistern. Bis zu ihrem Tod haben diese 3 meine Mama Mutter genannt, obwohl sie ihre Geschwister waren. Mich hat meine Mutter sehr liebevoll aufgezogen bis zum 7. Lebensjahr. Mit dem 7. Lebensjahr hat sie mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und ich wurde zur Erwachsenen. Wenn meine Geschwister nicht brav waren, habe ich die Ohrfeigen gekriegt. Mein Leben ist auseinandergefallen. Das gibt's ja nicht. Wieso bin ich jetzt schuld für diese Fratzen da hinter mir? Ah, ich sag's euch, aber dann habe ich mich geändert. Die habe ich trainiert, dass ich keine Ohrfeigen mehr kriege. Ich wurde zur Mutter mit 7 Jahren. Und wisst ihr was? Meine Geschwister haben sich alle, ich wurde dann später Lehrerin, die haben sich alle gefürchtet, ob ich einmal ihre Lehrerin werde. Weil ich sehr streng war. Ja, ich wollte mich selber schützen, ja. Ich will auch keine Ohrfeigen für die anderen. Die werden mir erziehen, dass sie keine mehr verdienen, ja. Oder mir keine geben. Wenn ich ein armes Kind gesehen habe auf der Straße, wollte ich alle mitnehmen, immer. Das war die Berufung. Amen. Und mein Traum war es, 10 Kinder. Und mit 18, 19 habe ich das erste Mal die Schriftstelle bekommen. Frohlocke, du Unfruchtbare, denn du wirst mehr. Was habe ich gesagt? Mehr Kinder? Nichts will ich mehr Kinder. Ich will eigene. 10 eigene. Wer gibt mir denn so eine blöde Schriftstelle? Habe ich mal nachgeschaut, ob die überhaupt stimmt. Bis 30 habe ich die 5 Mal bekommen. Dann habe ich gedacht, die sprechen sich gegenseitig ab. Ich will eigene. Das war meine Berufung, Mutter zu sein. Aber wisst ihr, Gott hat noch höhere Wege als unsere Wege. Amen. Ich habe nie ein Kind geboren. Und heute weiß ich, ich bin 100%ig in meiner Berufung als Mutter. Mich nennen in Uganda, wenn du sagst Mama Maria, kennt mich fast jeder. Der Präsident nennt mich Mama Maria. Letzte Woche hat der Prophet Capri prophezeit, dass ich eine Mutter für Israel bin. Er möchte, dass ich mit den Politikern in Israel spreche. Langsam, bitte langsam, langsam. Und hier hat mir jemand gesagt, ich bin eine Mutter für Europa. Halleluja. Ich nehme es im Glauben an, ihr Lieben. Was Gott daraus macht, weiß ich nicht. Aber die Mama Maria, die wurde jetzt vor einigen Monaten, in einer Universität haben sie mich gebeten zu sprechen, wie die Jungs und die Mädchen in ihre Berufung kommen können. Ich, wo ich nie auf der Universität war, spreche auf der Universität. Haha. Gott hat Humor. Und dann haben sie mir ein holzgeschnitztes Afrika gegeben, ganz Afrika, und haben mich zur Mama Afrika ernannt. Das ist meine Berufung. Aber ich wollte sie selber produzieren. Ihr Lieben, jede Berufung muss zuerst aufs Kreuz, bevor sie fruchtbar wird. Amen. Denn Gott will deine Berufung umsetzen. Und bevor wir unsere Identität in etwas suchen, das wichtiger ist als unsere erste Liebe für Gott, ist es ein Götze. Amen. Schaut euch einmal die an, die Leute. Also, wenn ich mir denke,
der David, der hatte eine Berufung, eine hohe Berufung. Aber was hat er durchgemacht, bevor er durchgebrochen ist in seine Berufung? Welche Prüfungen? Und ich sage es euch, je höher die Berufung, umso mehr Prüfungen. Ich lasse mich aber auch nicht von einem Verkäufer mein Hirn operieren, okay? Ein Hirnchirurg muss mehr Prüfungen machen als ein Verkäufer. Amen. Und Gott hat hohe Berufungen für alle von euch. Und dann kommen Prüfungen. Aber die Prüfungen sind nicht da, um dir weh zu tun, sondern um dir zu zeigen, wo du stehst. Wir sind alle in der Universität des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Da gibt es nur Einzelunterricht. Man kann nie durchfallen, nur wiederholen. Die meisten wiederholen zu oft. Amen. Ich habe mal zum Herrn gesagt, Herr, warum muss ich immer durch das Gleiche durchgehen? Und er hat gesagt, weil du nie lernst. Sag ich, wie bitte? Lass mich sofort lernen. Ich will nicht die gleiche Sache 10-mal durchmachen, bis ich es kapiere. Ja, in der Schule auch. Wenn man es nicht kapiert, muss man sitzen bleiben. Noch einmal den Kreis ziehen, ja? Ihr Lieben, stellt euch Gott zur Verfügung und sagt, Herr, erzieh mich aber nur einmal durch jede Situation und lass mich lernen von dir. Amen. Und wisst ihr, letztendlich ist das Ziel Gottes. Ich habe mal gefragt, Herr, warum hast du das alles geschaffen? Dann hat er gesagt, um für meinen Sohn eine Braut zu bekommen. Boah, habe ich gesagt, mach einen Aufwand. Das ist ein Ziel dieses Universums, dass Jesus eine Braut bekommt. Und es steht im Hebräerbrief, dass Jesus aufgrund der Hoffnung, die vor ihm lag, hat er das ganze Leid auf sich genommen. Und habe gesagt, Herr, was war denn die Hoffnung? Dann hat er gesagt, du. Was? Habe ich gesagt, wegen mir hat er das alles auf sich genommen. Das war der Brautpreis. Wegen dir und mir, aus Liebe, hat er den Brautpreis auf sich genommen. Wir werden morgen Abendmahl feiern, und zwar als Verlobungsfeier mit Jesus. Amen. Und ihr lieben Männer, es tut mir leid, aber morgen habt ihr eine Identitätskrise. Ihr seid Braut morgen Abend. Und ich habe für alle Männer den Schleier. Ich habe Daniel gesagt, aber hat er gesagt, das ist gewöhnungsbedürftig. Habe ich gesagt, Halleluja. Wir sind die Brüder in der Bibel und ihr seid jetzt einmal Braut. Halleluja. Gott ist gerecht. Amen. Und ihr werdet mit dem Schleier zum Abendmahl gehen, als Braut Jesu Christi, als Verlobung. Amen. Und dann wisst ihr, wem ihr gehört. Amen. Ihr Lieben, Gott hat jeden von uns mit einer wunderbaren Bestimmung auf diese Welt gesetzt. Eine Berufung, die kein anderer erfüllen kann. Und Herr, würdest du mir da oben das Buch bringen auf Deutsch, von meinem Büchertisch, komm in deine Bestimmung. Ja, beim Büchertisch drum. Und ich habe jahrelang gedacht, wozu hat Gott mich auf diese Welt gestellt? Das war meine, sehr früh schon habe ich diese Frage gestellt. Und habe gesagt, Herr, wozu? Was ist deine Idee mit meinem Leben? Und es war Gnade. Und schon sehr früh habe ich gebetet, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Herr, da auf der anderen Seite. Oder hat sie schon? Ja, aber hast du es schon? Okay, komm bitte. Da habe ich gesagt, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Boah, das macht er gerne. Und bevor wir nicht auf null reduziert sind, ihr Lieben, strampeln wir doch herum und suchen unsere eigene Identität. Aber wenn wir mal auf null sind, wisst ihr, nachher sind wir am untersten. Wenn wir mal wissen, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht, was im Reich Gottes zählt, dann kann Gott wirken. Dann sind wir nämlich gelehrig geworden. Amen. Dann hören wir auf ihn. Wisst ihr, die meisten Christen kommen zu Gott in einer belehrenden Haltung, als Berater. Gott braucht keine Berater. Der braucht Menschen, die sich zum Dienst melden. Amen. Und dann hat Gott mir gezeigt, welche wunderbaren Menschen er verwendet hat im Alten Testament, um seine Berufung zu leben. Ja?
Und jetzt habe ich die einmal entdeckt. Der Jakob war ein Manipulierer. Der Petrus war ein Feigling. Der David hatte eine Affäre. Der Noah hat sich betrunken. Der Jona rannte weg von Gott. Mose stotterte und war impulsiv. Der Paulus war ein Mörder. Der Gideon war unsicher. Miriam war eine Schwätzerin. Martha machte sich um alles Sorgen. Thomas war ein Zweifler. Sarah war ungeduldig. Zachäus war klein. Abraham war alt und Lazarus war tot. Könnt ihr da euren Namen hinzufügen? Als Held Gottes oder Heldin Gottes. Amen. Wisst ihr, wenn Gott Perfektion suchen würde, dann hat er keinen einzigen, den er wählen kann. Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Aber da muss man durchgehen, durch gewisse Situationen, wenn ich mir den Mose vorstelle. Wisst ihr, erst einmal war schon ein Wunder, dass er gelebt hat. Eine Mutter, die geglaubt hat. Eine Hebamme, die den Behörden gesagt hat, diese hebräischen Frauen sind schneller wie wir. Da können wir keine Kinder umbringen. Amen. Und dann diese weise Mutter, das sind dann Aussetzer. Und das war wieder die Führung des Herrn, alles. Dass diese Tochter, oder die Schwester, glaube ich, des Pharao war das, die das Kind gefunden hat. Ja. Und dann steht die Schwester daneben von Mose und sagt, soll ich dir eine Amme suchen? Ja, oh, das ist gescheit. Sie sagt, ja, bringt sie das Kind zu ihrer eigenen Mutter. Das Kind hat mit der Muttermilch seine Identität getrunken. Der hat gewusst, er ist Jude. Und dann, wie er entwöhnt wurde, ich glaube, die hat das Kind 3 Jahre gestillt, dass es nicht loslassen muss. Und dann kam er an den Königshof. Hatte eine Berufung, ein Führer eines ganzen Volkes zu sein. Denkt man sich, herrliche Ausbildung. Ihr Lieben, wie er das erste Mal Gelegenheit hatte, Autorität auszuüben, was hat er gemacht? Gemordet. In jedem von uns sitzt ein Mörder oder ein Selbstmörder. Wenn es nicht zum Durchbruch gekommen ist, kannst du nur Danke sagen. Was Gnade. Aber wir müssen erkennen, wir haben die Natur Satans, bevor wir wiedergeboren sind. Da sind wir entweder Mörder oder Selbstmörder. Ich habe nur gesagt, ich könnte ihn auf den Mond schießen. Ja, was ist das? Ist ja auch ein Mörder. Amen. Schon mit den Worten, wenn man jemanden nicht gepasst hat, den könnte ich auf den Mund schießen. Ja. Der Herr hat gesagt, bekenne den Mord. Und dann hat das mit der Angst zu tun. Dann ist er am nächsten Tag wieder hinaus. Da hat er einen Ägypter zuerst getötet. Dann sieht er, wie zwei Hebräer streiten. Und dann sagen die, wir sind sehen, ja, willst du mit uns genauso machen wie gestern? Ich glaube, das hat niemand gesehen. Ihr Lieben, alle Dunkelheit kommt ans Licht. Nichts können wir vor Gott verstecken. Und dann... Jetzt kommt das mit der Angst zu tun. Denn jetzt hätte ihn Pharao getötet. Wenn er hört, der tötet seine Landsleute. Und dann ist er geflohen. Wohin? In die Wüste. Und ihr Lieben, in der Wüste, da hat man keine Ablenkung mehr. Da ist es heiß, trocken. Und jeder von uns, der wirklich geistliche Erlebnisse hat, kommt in die Wüste. Denn in der Wüste will Gott mit uns sehr freundlich sprechen. Amen. Wisst ihr, manchmal habe ich schon gesagt, ich bin jetzt wieder in diese Wüste geraten. Und gesagt, habe ich was versäumt? Habe ich ein Warnzeichen? Nein, nein, hat er gesagt, ich habe dich geführt, ich habe dich gelockt in die Wüste. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Ich möchte mit dir freundlich sprechen. Aber er sagt, bitte schnell, ich will schnell raus. Halleluja. Naja, man kann mit Gott konkret sprechen, ja? Ja, ihr Lieben, für Geduld bete ich schon lange nicht mehr. Weil dann gibt er mir Gelegenheiten, wo ich es lernen kann. Ich habe gelernt. Auch bei jeder Veränderung sage ich, Herr, bitte in der kürzestmöglichen Zeit und mit dem geringsten Aufwand und Schmerz. Ihr müsst lernen, mit Weisheit zu beten. Amen. Oh. So, dann war er in der Wüste. Wie viele Jahre? 40. Glaubt ihr, dass der nach 40 Jahren noch ausgeschaut hat wie ein Königssohn? Geredet hat wie ein Königssohn? Gedacht hat wie ein Königssohn, gehandelt hat wie nichts. Jetzt war er was? Ein Hirte. Hirte. 40 Jahre Wüste. Der hat, glaube ich, eine lange Leitung gehabt, ja, dass er so viele Jahre gebraucht hat. Und dann war er da mit dem Stecken, ja. Und dann sagt der Herr, was ist der Stab in deiner Hand? Er sagt, das ist mein Hirtenstab. Hau den hin. Und ich kann mir vorstellen, ich hätte gesagt,
Also Herr, jetzt habe ich alles loslassen, aber der blöde Stecken kann dir nichts mehr bedeuten. Ja. Mose war gehorsam. Er warf ihn hin. Oh! Zu seinem Entsetzen wurde es was? Eine Schlange, aber eine giftige, sage ich euch. Und jetzt kommt der letzte Test, den jeder Mann durchmachen muss, bevor er von Gott richtig verwendet werden kann. Sagt der Vater im Himmel, pack die Schlange beim Schwanz. Hirte, Wüste, Schlange, Schwanz, beißen. Das wäre die Logik gewesen, dieses Hirten. Wird er jetzt seiner Logik folgen oder gehorsam sein, den Schritt Gottes zu tun? Er war Gott sei Dank so weit, dass er die Logik hat. Ja, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Er hat die Schlange beim Schwanz gepackt. Und ihr Lieben, was ist passiert? War wieder ein Stock. Der hat gleich ausgeschaut wie vorher. War aber nicht mehr der gleiche Stock. In diesem Stock war jetzt die Kraft Gottes. Vorher war nur die Kraft von Mose drinnen. Konnte damit die Schafe dann ein bisschen treiben, Schlangen suchen. Ja. Aber jetzt war die Kraft Gottes drinnen. Er war dann im Königshof und da waren alle Zauberer. Die haben ihre Zauberstäbe hingeworfen. Was wurden sie? Was hat der Mose gemacht? Er hat seine hingeworfen und der hat alle anderen Schlangen gefressen. Amen. Er hat das Rote Meer geteilt damit. Ihr Lieben, alles, was du loslässt und auf den Altar Gottes legst und durch das Kreuz gehen lässt, also nicht mehr deine Identität darin findest. Amen. Denn das war nämlich die Wurzel. Der Herr hat gesagt, du bist weder Königssohn in deiner Kraft, noch Hirte, das waren beides falsche Identitäten. Die andere war hoch, die andere war nieder. Aber er musste die Identität in Gott finden und dann kam der Burning Bush. Dann hat er den Busch gesehen, der gebrannt hat und nicht verbrannt ist. Wisst ihr, wir haben so viele Burnouts in unseren Ländern. Hier, Afrika weniger. Die Afrikaner haben mir gesagt, Mama, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Der Afrikaner denkt etwas anders. Der ist entspannt, das sage ich euch. Die können herumsitzen und glauben, sie sind aktiv. Aber auf jeden Fall, jede Identität, die du suchst in einem deiner Talente oder in einem deiner Gaben oder in deiner Herkunft oder in deinen guten Leistungen, wisst ihr, ich war bemüht, von Kind auf ein braver Mensch zu werden. Das ist mir gelungen. Alle zu täuschen. Die haben mich als braver Mensch bezeichnet. Und dann kam ein Zusammenbruch. Und dann habe ich geschrien, Herr, ich streng mich doch so an. Und hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Halleluja, mein ganzes Leben war tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun, nicht tun. Anstrengend bis zum geht nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn? Und er hat gesagt, ich will nicht deine guten Werke. Was, habe ich gesagt? Mein ganzes Leben habe ich mir angestrengt, nur gute Werke zu tun. Die will ich nicht, die will dich. Ha! Nie geglaubt, dass er mich will. Ich habe geglaubt, er will meine guten Werke. Er will dich. Er will eine heiße Liebesbeziehung mit dir. Halleluja, ein paar glauben es. Er will eine heiße Liebesbeziehung mit dir. Amen. Das ist das Ziel unseres Lebens, ihr Lieben. Nicht schaffen, schaffen, schaffen. Aber wenn du dann in dieser heißen Liebesbeziehung mit Gott bist, dann wird er durch dich tun viel mehr, als du je hättest leisten können. Amen. Dann kommt erst die Frucht. Vorher war unser Leben fürchterlich und dann wird es fruchtbar. Amen. Das R muss sich verschieben von Frucht. Von Frucht auf Frucht. Und da möchte ich euch jetzt was vorlesen. Ich lerne sehr gerne von oder lerne auch sehr viel von anderen Menschen. Und da hat mir der Hudson Taylor sehr geholfen. Der schreibt, das wollte ich neulich vorlesen, das ist ein Traktat von ihm. Wie soll ein Christ Frucht bringen? Dadurch, dass er sich bemüht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird. Durch Meditation, über Wachsamkeit, über Gebet, über das, was er tun und lassen soll,
über Versuchungen und Gefahren? Nein. Er muss seine Gedanken und seine Liebe voll und ganz auf Christus konzentrieren, sein ganzes Wesen ihm völlig übergeben und dauernd auf ihn schauen, um in seiner Gnade zu bleiben. Christen, die in diesem Zustand einmal fest geworden sind, sind still und ruhig wie Kinder in den Armen der Mutter. Christus mahnt sie zur rechten Zeit und am rechten Ort an ihre Aufgaben und Pflichten. Er tadelt sie wegen jeden Fehlers, er berät sie in jeder Schwierigkeit und spornt sie zu allem an, was nötig ist. In ewigen und in zeitlichen Dingen machen sich solche Christen keine Sorgen um das Morgen, denn sie wissen, dass Christus für sie heute ebenso gut erreichbar ist wie morgen. Und dass die Zeit seiner Liebe keine Grenzen setzt. Ihre Hoffnung und ihr Vertrauen beruhen einzig darauf, was er für sie tun kann und will. Nicht darauf, was sie nach ihrer Meinung selbst für ihn tun könnten und wollten. Ihr Schutz gegen jede Versuchung und Sorge ist immer neue kindliche Übergabe ihres ganzen Seins an ihn. Das ist das ausgetauschte Leben, das bleibende, fruchtbringende Leben. Das Leben, das Christus ist und das jeder Gläubige besitzen sollte. Daher lesen wir in Galater 2,20, da kann im Leben eines, diese Schriftstelle kann in einem Leben eines Christen herrliche Wirklichkeit sein. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich geopfert hat. Amen. Gott braucht nur Menschen, die sich zur Verfügung stellen. Jeden Morgen sage ich, Herr, was ist das Abenteuer für uns zwei heute? Ich brauche mir nichts einfallen lassen. Ich mache zwar Pläne jeden Abend, aber der Zettel gehört auch dem Herrn. Da kann er hinzufügen und wegstreichen, was er will. Amen. Und manchmal bin ich überrascht, sage ich, war das eine Woche oder war das jetzt ein Tag? So viel geschieht. Und da geschehen Dinge, ihr Lieben, kriege ich einen Anruf von der First Family. Die Frau vom Präsidenten möchte mich sehen. Denke mal, was habe ich falsch gemacht? Sie war bei der Einweihung unseres Werkes. Sie wusste, die Sachertorte, die liebt sie. Ich habe gleich einmal eine große Sachertorte machen lassen. Ja. Für den Termin, wo sie mich sehen will. Was will denn die von mir? Ja. Bin ich hingefahren, voller Fragezeichen. Und dann sage ich zu ihr, Mama Janet nennen wir sie, wieso hast du mich rufen lassen? Sagt sie, ja, weißt Maria, sie ist jetzt in der Regierung, sie ist auch eine Ministerin. Und mein Mann gibt mir immer die lausigsten Gebiete, die keiner will. Die kriege ich zur Verwaltung. Und jetzt habe ich wieder eins gekriegt, wo keine einzige Mittelschule für Mädchen dort ist. Und dann habe ich gebetet, wer mir helfen kann, hier eine Mittelschule zu bauen. Und dein Name kam immer in mein Herz. Habe ich gesagt, das ist wunderbar. Du kriegst die Mittelschule, aber wo ich bin, die baut, weiß ich nicht. Da muss Gott zu mir auch sprechen. Denn ich habe keinerlei Geld auf der Seite. Wir sind ganz knapp bei Finanzen, aber er zahlt immer nur, was er anschafft. Ich muss zuerst wissen, ob er das anschafft. Da musst du mir Zeit geben. Sagt sie, ja, dann beten wir doch darüber. Haben wir eine Mittelschule für 400 Mädchen, was jetzt für mich gering ausschaut. Ja, wir bauen jetzt eine für 3600. Halleluja. Ich fürchte mich schon, sie einzuladen zur Einweihung, weil ich habe, das war ja stümperhaft, was ich für sie gebaut habe, verglichen zu dem, was wir jetzt bauen. Riesige Gebäude, alles Internat, 3600 Schüler mit 400 Lehrpersonen. Also es ist, weißt du, ich kann nur mehr noch staunen. Ich bin genauso überrascht wie jeder andere. Gut, ich war die Letzte an dem Abend, es war 9 Uhr abends schon, sagt sie, wo ist dein Auto? Ich habe einen ganz verbeulten RAV4 gefahren, habe gesagt, da hinten der Kleine. Sagt sie, und wer ist dein Chauffeur? Dann habe ich gesagt, du schaust ihn an. Maria hat gesagt, ich will dich nie mehr ohne Chauffeur sehen, das ist ja viel zu gefährlich auf unseren Straßen. Dann habe ich gesagt, ja, was für mit dem Geld von einem Chauffeur kann ich wieder ein Kind in die Schule schicken. Nein, hat sie gesagt, das musst du dir jetzt leisten. Also wenn ich sie besuche, habe ich immer einen Chauffeur. Dann fahre ich und das große, der Palast ähnlich, so wie ein Weithaus,
fahre ich von Entebbe, das ist der internationale Flughafen, und dann fahre ich am Abend, 9 Uhr, kommen alle Flüge an, ein Verkehr ohne Ende, und ich hänge mich gern zwischen zwei LKWs, der eine saugt mich, der andere schiebt mich. Ja? Da brauche ich am wenigsten Benzin. Okay, außerdem findet mich dann die Polizei nie. Aber der Polizei habe ich auch schon etwas gefunden. Jedes Mal, wenn mich die Polizei stoppt, Fenster runter, sage ich, Herr Officer, ich weiß genau, warum Sie mich stoppen. Ja, warum? Weil Sie hören wollen, dass Gott Sie liebt. Hab noch nie bezahlt. Halleluja. Aber einmal bin ich durch den Mabirer Forest gefahren, das ist ein Urwald, fuhr mir ein LKW mit Anhänger 50 Kilometer stark gefahren. Ich habe es eilig gehabt. Und ich schaue nach vorne, doppelter gelber Streifen, das haben sie alles von uns gelernt. Den hat es nicht gegeben, bevor ich runtergekommen bin. Ja? Aber jetzt haben sie diese Maschinen und die gelben Streifen. Und ich schaue nach vor, weit und breit kein Auto. Und ich zische nach vor, 200 Meter daneben, die Polizei. Stoppen Sie mich. Dann sage ich, Herr Officer, heute haben Sie zwei Gründe, warum Sie mich gestoppt haben. Ja, und die wären, erstens einmal, möchte ich Ihnen sagen, Sie wollen hören, dass Gott Sie liebt. Okay, was ist der nächste Grund? Ich sage, ich habe eine Verkehrssünde begangen. Ich weiß, ich darf hier nicht überholen, aber ich habe geschaut. Es war nichts, kein Gegenverkehr, nichts. Und wahrscheinlich hätten Sie in meiner Situation das Gleiche gemacht. Aber bitte, das zählt jetzt nicht. Ich habe eine Sünde begangen. Bitte, haben Sie Barmherzigkeit mit mir. Führerschein her, Mama, heute zahlst du. Habe ich ihm den Führerschein gegeben? Sagt er, Maria Pre, haben Sie Bücher geschrieben? Sag ich, ja. Sagt, ich habe sie alle gelesen, hau ab. Und dann hat er mir noch nachgeschrieben, hast du neue geschrieben? Sag ich, ja, bringen wir das nächste. Und der war extrem überrascht, dass ich gekommen bin zur Polizeistation, eine Woche drauf, und habe ihm die neuen Bücher gebracht. Amen. So, ihr Lieben, aber jetzt bin ich wieder bei der First Lady. Ich steige ins Auto, hänge mich zwischen zwei LKWs und fahre da, meditiere. Herr, ist es dein Plan, dass ich der First Lady eine Mittelschule baue? Wie kommt denn der auf die Idee? Hast du ihr die Idee gegeben? Oder bildet sie sich das nur ein? Habe ich gesagt, bitte sprich. Und ich fahre da und denke nach, kommt von hinten ein LKW, vorne Gegenverkehr, und der schiebt sich zwischen die zwei LKWs, wo ich drinnen bin. Ich bin fast im Straßenkram gelandet. Den Kerl, da verliere ich meine Geistlichkeit, okay? Den habe ich alles genannt, was mir eingefallen ist. Habe dann gleich Buße getan, okay? Weil ich gesehen habe, was da hinten drauf gestanden ist auf dem LKW. In solchen Buchstaben. God's will. Gottes Wille. Habt ihr schon einmal einen LKW gesehen, wo hinten drauf gestanden ist Gottes Wille? Ich habe gebrüllt vor Lachen. Hab dem sofort vergeben, weil ich gesagt habe, der hat einen höheren Auftrag gehabt. Der stand unter der Führung des Heiligen Geistes. Und ich sage, Herr, so laut hast du noch nie zu mir gesprochen und so klar. Nächsten Tag habe ich angerufen, die Sekretärin, sage ich, hat sie gesagt, das erste Mal, hat Gott gesprochen? Sage ich, ja, du, sehr klar. Sagt sie, Mama Jenny, ich habe mir noch gebetet, dass der Herr heute noch zu dir spricht. Dann haben wir gesagt, er hat euer Gebet beantwortet. So, dann hat mich die First Lady einmal zuerst mit ihrem Hubschrauber dorthin geflogen. Ja? Sie ist nämlich 500 Kilometer weg, wo ich diese Mittelschule bauen sollte. Das war so ein alter Kübel, sage ich euch, dass ich gebetet habe, wie noch nie in meinem Leben. Habe ich zu ihr gesagt, also keiner kann dich bezichtigen, dass du das beste Flugmaterial hast. Habe ich gesagt. So Angst habe ich noch nie gehabt, alles, was ich angegriffen habe, war los. Sagt sie, das ist heute nur ein Aushilfshubschrauber. Meiner ist bei der Reparatur. Und habe ich gesagt, Gott sei Dank. Da hat sie mich dorthin geführt, dann hat sie mir das Gelände gezeigt. Ich habe natürlich auch schon einen Baumeister mitgenommen. Und dann habe ich einen Brief ausgeschickt an alle unsere Kontakte. Und in 3 Monaten hatte ich das Geld und die Schule war gebaut. Und natürlich, und dann war die Einweihung. Dann hat sie mich wieder hingeflogen, aber diesmal mit ihrem eigenen Hubschrauber. Der war viel besser. Und dann hat sie gesagt, diese Schule ist der Wille Gottes. Der Gott hat zur Mama Maria gesprochen, das ist der Wille Gottes. Ihr seid in der Schule des Willens Gottes. Und ihr Lieben, die hat gepredigt.
Aber wisst ihr, wo erlebt man das in einem anderen Land? Die Menschen in Uganda glauben, die haben einen heißen Draht zur geistlichen Welt, natürlich auch zur Schwarzen, ja, zur Dunklen. Da gibt es Zauberer, dass du glaubst. Du bist im Mittelalter. Aber hast keine Angst haben davor. Vor Jesus, Jesus ist größer. Amen. Wisst ihr, der Herr hat mir einen Berg zu kaufen gegeben und ich bin sehr naiv. Also ich tue alles, was Gott sagt, hinterfrage nichts, wenn ich Frieden und Freude habe. Und da hat er mir gesagt, ich soll den Berg kaufen. Dann habe ich dann gekauft und wie ich das erste Mal darauf gekommen bin, mir ist jedes Haar zu Berge gestanden, aber nicht vom Heiligen Geist, ihr Lieben. Mein Bus, da ist was nicht in Ordnung. Aber bitte, ich war unter dem Schutz Gottes, habe den Berg gekauft, wie er gekauft war, bin ich draufgekommen, dass das der Berg war in Afrika, wo sie dem Teufel schwarze Bullen dauernd geopfert haben. Das war der Anbetungsberg mit Blick auf die Nilquelle. Und der Nil ist ein sehr wichtiger Fluss in der Bibel, ja, wird genannt. Aber ich habe keine Ahnung gehabt von dem, ich habe den Berg gekauft. Und dann war es ein langer Prozess, ich habe gewusst, es wird ein Gebetsberg. Da hat nichts drauf gewachsen. Ein paar Kakteen, ein paar Büsche und Lotthaufen Schlangen, aber sonst war nichts dort. Steine ohne Ende. Die ganze Insel, diese Halbinsel, hat gesagt, die Europäerin muss ihren Verstand verloren haben, dass sie sowas zusammenkauft. Es wächst nichts dort, es regnet nie dort. Verflucht ist der Berg, da sind Leute hinaufgegangen und tot umgefallen. Das habe ich alles erst im Nachhinein erfahren. Dann träume ich 2 Jahre später, ich habe nur gebetet, Herr, jetzt haben wir das gekauft. Wir haben so viel, und weil er so verflucht war, habe ich den Hektar um 1.000 Euro bekommen. Weil das niemand kaufen wollte. Heute kostet der Hektar 16.000 Euro. Aber ich habe noch die günstige Zeit erwischt. Amen. Und dann 2 Jahre immer nur gebetet, hey, was machst du mit dem Berg? Was machst du? Kein Mix. Wenn er nicht spricht, tue ich nichts, okay? Da lasse ich mir nichts einfallen, das muss er mir alles geben. Und ihr Lieben, nach 2 Jahren träume ich, dass der ganze Berg einen schönen Wald hat, wo es nie regnet, ja. Und dann habe ich das meinem Mitarbeiter gesagt, der verantwortlich ist für alle Landschaftsgärten. Sag, du, ich habe das Gleiche geträumt. Pflanzbaren Wald. Aber bevor wir das tun konnten, haben wir müssen über 100 Termitenhügel abtragen und das Ganze umzäunen. Und dann haben wir es umzäunt und wie wir oben hinkommen, der Nachbar war ein praktizierender Hexer. Kommt er mit seinen 2 Söhnen und sagt, das Land gehört uns. Dann habe ich gesagt, und ich habe schon gehört, dass er das machen will. Und ich habe schon jemanden gehabt, der das geschätzt hat, wie viel es sein könnte, wie viel er verlangt. Wisst ihr, wir haben ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn du dich irgendwo niederlässt und dort der Zeit bist, muss ein Käufer den ursprünglichen Besitzer und der, der sich darauf eingenistet hat, den gleichen Preis bezahlen. Und da will natürlich jeder Geld haben, ja. Die wollten ein Geld haben von mir. Gut, dann habe ich gesagt, das ist unser Land, ich habe die Papiere. Das ist unser Land, Maria. Wir treffen uns beim Rechtsanwalt. Ich sage, okay. Rufe ich den Rechtsanwalt an, der war Muslim, aber ein sehr lieber Mann. Sag, Maria, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Sage, du wirst staunen. Jesus ist stärker wie der Teufel. 3 Wochen später ruft mich der Rechtsanwalt an und sagt, Maria, jetzt haben wir einen Termin. Und dann bin ich mit 2 meiner Mitarbeiter gekommen, weil die haben kaum Englisch gesprochen, der Nachbar. Und dann habe ich gesagt, wieso wollt ihr das Land? Er war mit 2 Söhnen da. Und dann sagt der eine, ja, davon ernähren wir uns. Sag ich, du, hoch einmal. Wenn du eine essbare Frucht da drauf findest, kannst du es haben. Da könnt ihr euch nicht ernähren, das ist eine Lüge. Sagt der zweite, ja, mein Vater hat da was vergraben, bevor ich geboren wurde. Habe ich gleich die Lunte gerochen, aber sehr blöd gespielt. Okay, habe ich gesagt, ja, da kann er es nicht wieder ausgraben. Nein, nein, so leicht geht es nicht. Da sage ich, ja, wieso nicht? Was braucht man denn da dazu? Ja, da braucht man einen Stier, ein Schaf und einen Hahn. Sage ich, Hexerei, ha? Für Hexerei kriegt es von mir keinen Spatzen. Auf dem Hügel wird Gott angebetet.
Dann sagt der Vater, und das ist doch schrecklich für mich. Eieiei, der Rest war ich schon hinterm Schreibtisch verschwunden. Der ist schon am Boden gesessen, der hat sich so gefürchtet. Aber ich sage es euch, da war eine Gegenwart von Übel. Und dann habe ich gesagt, wenn du dein Leben Jesus gibst, ist das nicht schrecklich für dich. Dann hat der gelacht wie ein Dämon aus der Hölle. Dann habe ich gesagt, wie viel wollt ihr für das Land? Ja. Ich habe gewusst, wie viel der gute Schätzer gesagt hat. Die wollten 10-mal so viel haben. Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, wir haben nicht unser eigenes Geld, das ist das Geld Gottes. Das ist unmöglich. Wenn ihr mit dem Betrag, den ich euch sage, war 1.000 Euro, zufrieden seid, dann ruft mich an, bitte. Habe ich mich verabschiedet von allen und durch den Rechtsanwalt hinten am Schreibtisch und bin nach Hause. 3 Wochen später waren sie dann auf dem Preis und wir haben es gekauft. Dann haben wir das Ganze eingezäunt, also fertig eingezäunt, und dann habe ich eine 3-monatige Bibelschule gehabt für Europäer, für, ja, wie sagt man doch, Leute in fortgeschrittener Jugend. Und dann habe ich denen gesagt, ihr Lieben, wollt ihr mit mir einen Berg zurückerobern für Jesus? Ja, ja. Haben sie die besten Schuhe angezogen, es war ein sehr unwegsames Gebiet. Da sind wir dorthin, habe ich jedem eine Flasche Öl in die Hand gedrückt und einen Beutel Salz. Und dann sind wir den ganzen Hügel gegangen und haben jeden Pfosten mit Öl, dass die Salbung Gottes da ist, und mit Salz, dass die Menschen, die das Salz der Erde sind, auf diesem Berg sein werden. Und dann haben wir drum auf dem Hügel, wo ich gewusst habe, wo die dann ihre Opferstelle gehabt haben, haben wir alle Flüche gebrochen in Jesu Namen, alles, was uns der Heilige Geist gezeigt hat, und den ganzen Hügel wieder Gott geschenkt. Dann haben wir Abendmahl gefeiert, Lobpreis gemacht und haben noch den restlichen Wein ausgegossen. Gesagt, Herr, du hast schon einmal Erlösung dieser Welt gebracht. Erlöse den Hügel noch einmal. Wir nehmen ihn jetzt wieder zurück für dich. Und dann sage ich, total unvorbereitet, und heute Nacht wird es schütteln, wie sich die Menschen auf dieser Insel noch nie erinnern konnten. Alle Mitarbeiter, die dort waren, haben süffisant gelächelt. Die hat keine Ahnung, die hat keine Ahnung. In der Nacht war ein Gewitter, dass wir geglaubt haben, die Welt geht unter. Das war ein Kampf in den Lüften, das war wild. Und seither ist mein Ruf auf der ganzen Halbinsel, passt's auf, der Gott von der Mama Maria stärker wird unsere. Amen. Und so sollen die Menschen von euch sprechen. Amen. Dass dein Gott stärker ist als alles andere. Amen. Und das wird die Menschen anziehen. Amen. Nämlich deine Autorität in Jesus Christus. Und da bin ich bin begeistert, wisst ihr? Jetzt, und dann war ich in Israel. Das ist jetzt ein Gebetsberg geworden. Ja, dann muss ich ja noch was erzählen. Kommt jemand aus der Regierung zu uns und sagt, also es war folgendermaßen, der Erzbischof von der anglikanischen Kirche, dem habe ich ein Haus gebaut bei uns, und der wohnt dort mit seiner Frau, wenn er gerade in der Kampala-Gegend ist. Und zu dem bin ich gegangen und habe gesagt, du, Hochmann, hast du eine Idee, was wir mit dem Berg machen? Ich weiß, es wäre ein Gebetsberg, aber ich wollte eine Bibelschule machen. Ich habe mit Amerika und mit Deutschland, also mit Lüdenscheid und mit Bethel, die haben alle ja begeistert gesagt, aber kann er das gemacht? Dann habe ich gesagt, hast du eine Idee? Sagt er, ja, ich warte schon lange, bis du kommst. Was ist die Marktlücke im Reich Gottes? Da habe ich nie nachgedacht. Was eine Marktlücke? Das wäre was für dich als Steuerberater. Ich sage, ich habe keine Ahnung, was die Marktlücke im Reich Gottes ist. Na, das gibt keine Plätze für Leiter. Wo gehen die höchsten Leiter der Regierung, der Kirche, der Wirtschaft hin? Ohne dass sie nur ausgesaugt werden oder wo ihnen gedient wird. Er sagt, weihen wir diesen Berg als Gebetsberg für die Höchsten aus der Regierung, aus der Wirtschaft und aus der Kirche. Damit wir aus den afrikanischen Nationen Jünger machen. Denn nur wenn wir diese Schichten durchdringen, können wir Einfluss nehmen auf das Land. Jetzt warten wir, was der Herr tut. Waren keine 3 Wochen später, kommt
ein Mann aus der Regierung, ein Gläubiger, hoher, und einer von der höchsten Universität und sagt zum Erzbischof, ich brauche unbedingt einen Termin, Gott hat gesprochen zu uns, ich muss mit dir reden. Der Erzbischof ruft mich sofort und sagt, hey Maria, ich glaube, Gott spricht, komm, musst dabei sein, wenn die kommen. Dann haben die gesagt, Gott hat zu uns gesprochen, wir sollen den Höchsten aus der Regierung dienen, aus der Wirtschaft und aus der Kirche, damit wir Jünger Jesu aus unseren Nationen. Der Bischof hat mir nur zugezwinkert, ich soll still sein, ja. Ich bin schon fast explodiert. Dann haben sie gesagt, wir wissen nur nicht wo. Also macht euch keine Sorgen ums Wo. Redet weiter. Was ist da? Ja. Dann haben wir sie ins Auto gesetzt, haben sie 2 Stunden hingeführt. Die waren sprachlos. Alles schon vorbereitet. Amen. Jetzt ist dieser Berg, also wir haben ihn für Leiter international zur Verfügung gestellt. Und es waren vor einigen Monaten waren 70 Generäle aus Uganda, aus Kenia, aus Tansania, aus Südsudan und Ruanda bei uns. 70, die höchsten, denn alles Gläubige. Und die haben 7 Tage gefastet und gebetet. Wenn die gebetet haben, hat der Berg gezittert. Wie ich jetzt in Israel war, kommt ein Prophet auf mich zu und sagt, Maria, dass ihr diesen Berg dem Teufel abgenommen habt, habt ihr den Schlüssel Satans für ganz Afrika abgenommen. Das war sein Hochsitz in Afrika. Könnt ihr euch vorstellen? Glaubt ihr, dass ich da eine Ahnung gehabt habe, was da los ist? Null. Da musst du nur jeden Tag tun, was er sagt. Die Ergebnisse rückblickend, die hauen dich um. Die hast du nie gewagt. Wenn du gewusst hättest, in was für Wespennest du schlichst. Ha, ich habe ja jetzt einen Ruf, was ich für eine Prophetin bin, weil ich den Berg aushalte. Aber da habe ich nichts gewusst davon. Halleluja, kannst du immer nur alle Ehre Gott geben. Amen. Und auf dem Berg, und wisst ihr, das Eigenartige ist, der Berg hat immer geheißen Mount Galiläa. Keiner weiß, ich habe überall gefragt, wie der Berg diesen Namen bekommen hat. Mount Galilee. Und was immer Gott erwählt, da hat der Teufel seine Hand dahinter. Er vergeudet keine Energie, er weiß genau, wer ihm gefährlich werden könnte. Und da hat er seine Hand drauf. Okay? Also wenn du große Versuchungen hast, und Gott, das ist der Feind, der dich lahmlegen will, weil der weiß, dass du ihm in sein Handwerk pfuscht. Amen? So sei dankbar für alle Prüfungen. Und wenn der Feind dich beißt und du blutest, dann sagst du, danke für die Erinnerung. Da ist noch Fleisch, ja? Nur Fleisch kann bluten. Amen? Denn wo du im Geiste lebst, da schnappt er nur mehr noch Luft. Amen? Wisst ihr, ich habe schon den Daniel gefragt, ob er weiß, warum die Löwen den Daniel nicht gefressen haben. Die waren hungrig. Die haben kein Fleisch mehr gerochen. Das war für sie nichts mehr Essbares. Die Nächsten, die sie reingeschmissen haben, die haben sie gefressen. Amen. So, Gott hat eine Berufung für dich, ihr Lieben. Und die geht weit über dein Vorstellungsvermögen hinaus. Denn solange du sagst, das schaffe ich, da kriegt wer die Ehre? Gott will dich so verwenden, dass du selber vom Staunen nicht herauskommst. Amen. Und er ist in den Schwachen mächtig. Die wissen, ich bin es nicht, ich habe es nicht, ich kann es nicht. Aber, und das ist der beste Aberglaube, Christus in mir ist die Fülle. In ihm hast du alles, bist du alles, kannst du alles, aber nur in der Verbindung mit ihm. In Johannes 15 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, die Worte wieder, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Habe deine Lust am Herrn und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Suche zuerst eure eigene Freiheit. Suche zuerst Vergnügen. Nein, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit. Und alles andere müsst ihr euch dann schwer verdienen. Also Gott sei Dank hört ihr mir zu. Alles andere wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen manchmal fast erschlagen. Und Gott wird alle deine Herzenswünsche, die von ihm geboren sind, in deinem Herzen, wird er erfüllen. Die lächerlichsten Herzenswünsche. Also ich bin gerade in einer
Epoche meines Lebens, wo es nur ums Ernten geht. Ja? Ich habe gesät, jahrzehntelang. Ja. Aber jetzt geht die Ernte an. Ja. Alle Wünsche, die ich hatte, werden jetzt erfüllt. Alle. Ich wollte ja immer 10 Kinder. Ja. Jetzt habe ich 14.000, die mich Mama nennen. Und noch mehr. Ich bin nur bekannt unter dem Namen. Und ich durfte auch 3 Kinder adoptieren, die meinen Namen tragen. Und ich könnte sie nicht mehr lieben, wenn ich sie geboren hätte. Und sie lieben mich heiß. Und sie wissen, ich habe sie aus der totalen Armut geholt. Und die sind sehr dankbar. Und ich möchte euch jetzt 3 Videos zeigen von meinen Kindern. Die lieben den Herrn von ganzem Herzen. Und sie haben eine große Berufung. Meine Tochter wird meine Nachfolgerin. Das weiß ich schon. Sie ist 15 Jahre, aber sie berät mich jetzt schon. Sagt sie, Mama, das hast du wieder nicht mitgekriegt. Komm, lass mich dich informieren. Mit 15 Jahren. Vor 5 Jahren, so war sie so 10, habe ich gesagt, Angel, kannst du dir vorstellen, meine Nachfolgerin? Nein, Mama, bitte nicht. Also das ist mir viel zu viel. Ja. So habe ich sie vor ein paar Monaten gefragt, wie schaut es jetzt aus? Sagt sie, Mama, langsam dämmert mir was. Sie will Ärztin werden. Und sie wird auch Ärztin werden. Und ich verkaufe jetzt ein Haus hier und werde schon anfangen, eine Klinik zu bauen. Damit, wenn sie fertig ist, haben sie schon die fertige Klinik. Und der Herr hat mir auch schon meinen zukünftigen Schwiegersohn gezeigt. Der wird auch Arzt. Halleluja. Der passt auf meine Tochter auf wie ein Haftelbeißer. Mein Gott, wenn ich wegfliege, sage ich immer, passt auf die Angel auf, gell. Und wenn ich zurückkomme, sagen meine Mitarbeiter, ach, die Angel hat so schwer, wenn du weg bist. Der passt auf, der muss für jede Stunde Rechenschaft ablegen. Okay, Halleluja. Das ist der Richtige für sie. Amen. Ja, ihr Lieben, Gott hat so große Pläne. Aber wie du gesagt hast, wir suchen unsere Identitäten in allem, bevor wir total enttäuscht sind. Amen. Aber dann geht die Post ab. Amen. Wenn einmal alle Täuschungen ans Licht gekommen sind. Amen. Und wisst ihr, in der Vorbereitungszeit, weil zu deiner Berufung brauchst du einen bestimmten Charakter. Und in der Zeit der Vorbereitung deines Charakters für deine Berufung, da hat Gott 2 Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Da wollen wir, dass es schnell geht. Aber wenn er dich einmal dann dort hat, wo dein Charakter mit deiner Berufung übereinstimmt, dann sagst du, langsam bitte. Dann wird dir alles zu schnell. Ich sage immer, Herr, komm ja nicht mehr nach. Wie schnell du arbeitest. Halleluja. Amen.